geht ab, Leute? Ich bin's wieder und heute zeige ich euch mein Tutorial zu der Choreo You Got It von Vido. Viel Spaß! Bevor wir loslegen, kleine Anmerkung, ich habe diesmal AirPods an, ja, für die Soundqualität, damit es besser wird, dass jetzt mein Mikrofon praktisch direkt hier in der Nähe ist und ohne, dass ich mir das dranhängen muss und dass es nicht so komische Geräusche macht, wenn ich mich bewege. Deswegen nicht wundern, warum ich Kopfhörer auf habe. Und ja, bevor wir loslegen, spiegeln wir das Video wieder in 3, 2, 1. Okay, gut. Also hier ist rechts, hier ist links. Nicht vergessen. Ja, und ja, ich habe die Choreo in zwei Parts unterteilt. Easy, locker. Wir fangen an. Wir machen zwei Steps vorne. Und zwar einmal rechts und links. Wenn ihr das macht, stellt euch vor, ihr habt hier schwere Gewichte, ja, die euch runterdrücken. Und ihr versucht, die nach oben zu nehmen. Okay, von der Seite ist es so. Eins. Ja, das heißt, ich gehe praktisch in den Bounce rein auf 1, 2, 3, 4. Hände sind frei, wenn ihr nicht wisst, was ihr macht, einfach entgegengesetzt nach vorne nehmen. Okay, ihr habt immer zwei Counts Zeit für den einen Schritt. Okay, ihr könnt das Ganze auch ein bisschen weiblicher machen, indem ihr eher aufrecht bleibt, ein bisschen mit der Hüfte euch bewegt und die Arme hier so nach oben nehmt. Das ist euch überlassen. Zwei Schritte, schön langsam immer zwei Counts. Okay, wir haben 5. 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4. Von hier gehe ich auf 5 und 6. Ich verlagere mein Gewicht auf rechts. Ja, 5 und das linke Bein hebe ich an. 5, mache dann einen Wechselschritt und 6. Okay? Dabei könnt ihr gerne die Arme rausnehmen und runter, aber das ist egal. 5 und 6. Okay, von hier gehe ich mit links, was hinten überkreuzt ist, ran. Ja? Und wenn ich das mache, gehe ich runter. Und, okay, praktisch runter, so dass ich, sobald wenn ich aufsetze, meine Hüfte nach oben nehme. Okay, und dann groove. Up, up, okay. Das heißt, ich habe 5 und 6, 7 und 8. Ja, ich gehe 7, nee, sorry, ihr geht runter, wenn ihr absetzt, 7 und dann geht ihr und 8. Okay, groove einfach. Und up, up, ein bisschen mit der Hüfte. Okay, und up, up. Okay, 7 und 8. Und das ist die erste 8, langsam. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8 und. Okay, von hier gehe ich runter. Okay, ihr könnt es weiblich machen, indem ihr ein Hairwhip macht. Okay, macht einen Schritt mit rechts. Oder ihr geht einfach hier so tief, lehnt euch nach hinten, geht raus. 1, 2, okay. Also wir gehen 1, 2 oder 1, 2, wie ihr wollt. Wenn ich mit links rangehe, schmeiße ich meine Arme nach vorne und gehe auf 3, 4. Ja, 3 ist nach oben gehen, 4 ist landen. Okay, 3, 4. Von hier gehe ich mit rechts vor, 5 und links Bein hoch, hinten überkreuzt. 5 und. Geht dabei tief hoch, 5 und. Ich zeige immer nach vorne, 5 und, weil da singt irgendwas mit I know. Da könnt ihr ein bisschen mit den Händen betonen, I know oder I know. Okay, auf 5 und 6. Gesetzt die wieder ab. 6. Okay, also das heißt, ich gehe rechts hoch, links absetzen. Wenn ich mit rechts rangehe, mache ich den Wow auf 7. Ja, auf 7, das ist die Snare. Ka! Und ich löse mich, indem ich einen Wechselschritt rechts, links aufgehe. Das ist praktisch 7 und 8. Okay. Dass ihr, dieser Druck von dem Wow ist praktisch das, was eure Beine öffnet. Ka! Und 8. Ja, das ist die nächste 8. Das heißt, ich gehe hier tief. 1, 2, was ihr auch immer machen wollt. 3, 4, dann gehe ich. 5 und 6 und 7 und 8. Nochmal langsam. Okay, dass ihr hier das nochmal habt. K und 8. Das heißt, ihr habt 5 und 6 und. Okay, ihr geht erst mit rechts ran. Holt aus für den Wow. Okay, und dann geht ihr erst rein. Sorry, das habe ich falsch erklärt. Ja? Also, das heißt, von hier nochmal. 3, 4. Ich gehe rechts, links, rechts, links. Okay, mein Bein ist ran. Ich habe ausgeholt. Mache den Wow. 7 und 8. Könnt die Hände entweder hier einfach vor euch nehmen, ja, wie bei so einem Freistoß, oder nach oben, okay, je nachdem, ob ihr es weiblicher machen wollt, ob ihr so steht, oder ob ihr einfach cool stehen wollt, okay? Von vorne langsam, 7, alles verbunden, 7, 8, ich gehe, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7 und 8.
Bist du schneller? 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7 und 8. Okay, von hier langsam. Wenn ihr die Arme unten habt, könnt ihr einfach euch nach rechts und links lehnen. Wenn ihr es lässiger machen wollt, geht auf 1, 2, 3, 4. Wenn ihr die Arme beim Aufgehen nach oben genommen habt, könnt ihr einfach hier runtergehen. 1, 2, 3, 4. Dann ist es so ein bisschen mehr sexy, ja? Oder eher femininer, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr lehnt euch nach rechts, nach links. Geht 1, 2, 3, 4. Wieder 2, komm. 1, 2, 3, 4. Von hier gehe ich auf rechts. So ähnlich wie eben, nur dass wir drauf springen. 5. Geh auf links und. Ja, das rechte Bein geht hoch. 6. Okay, ich gehe rechts, links, rechts. Und dann gehe ich auf links wieder. Nach vorne lehne ich mich, also ich lehne mich nach vorne. Und rechts zurück. 5 und 6 und 7. Ihr habt 5 und 6 und 7. Okay, das ist ein bisschen kompliziert. Wir haben 1, 2, 3, 4. Ich gehe rechts. Meinen Arm nehme ich nach vorne runter. Rechts, links, rechts. Links, ich hole aus, und wenn ich nach hinten slide, schmeiße ich meinen Arm nach vorne. Okay? Immer langsam. Ihr habt hier ein neuer Part. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7, 8. Okay? Schneller. 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7, 8. Okay. Von hier. Slide vor. 1, 2, 3, 4. Einfach diagonal nach rechts, nach links. Immer mit einem Bounce. 1, 2, 3, 4. Er singt dabei, you know, it's over oder sowas, okay? Versucht da einfach mit den Händen irgendwelche Gesten zu machen. Ja, das heißt, ich habe von hier 5 und 6 und 7. 8 und 1, 2, 3, 4. Jetzt wird schnell. Ich gehe rechts auf, links hinten über dem Kreuz. Rechts wieder auf, okay, dabei drehe ich mich schon nach rechts, gehe links vor oder ran, wie ihr wollt, okay, und gehe rechts runter, dabei habe ich auch mein Gewicht auf links, okay, von hier drücke ich mich wieder ab und gehe rechts runter. Langsamer, wir haben 5 und 6 und 7 und 8, ja, ein bisschen schneller, 3, 4, 5 und 6 und 7 und 8. Noch schneller. 3, 4, 5 und 6 und 7 und 8. Okay, das heißt, wenn ihr hier ankommt, dann 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7 und 8. Meine Füße gehen rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Okay? Oder ihr geht auf, über Kreuz, auf, ran, vor, rechts, links. Wenn ihr aufgeht, bleibt da, wo das rechte Bein, linke Bein ist, sorry. Okay, also springt nicht nach vorne, sondern bleibt praktisch hier in der Mitte. Okay, gut. Das war eigentlich der erste Part. Wir machen es mal zusammen. Und zwar erstmal ab hier. Okay, vielleicht haben wir diesen Walk gemacht, ne? 7 und 8. Wie ihr die Hände habt, egal. 1, 2, bringt euer eigenes Ding rein. 3, 4. Dann springe ich 5 und 6 und 7, 8, gehe nach vorne, 1, 2, 3, 4, die Füße, 5 und 6 und 7 und 8, okay, machen das Ganze von vorne, super langsam alles verbunden, wenn irgendwas nicht geklappt hat, einfach zurückspulen, okay, super langsam, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7 und 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7 und 8. Okay. Jetzt mittelschnell. Let's go. Wir haben 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8,
1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7 und 8. Okay. Ja, das war's eigentlich schon. Wir machen es jetzt auf Musik. Und ja, denkt dran, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, zurückspulen, wiederholen. Okay, jetzt mit Musik, let's go. Unlock potential that you didn't know you had in you. Fuck that nigga. Hey. Oh yeah, it's time to mix it up and get your glow, girl. I know that you gon' get it, you got so much. Don't let nobody tell you that it's over. I want you to know that, girl, you got it, you got it. Kommen wir zum zweiten Teil. Und zwar sind wir hier angekommen, damit ihr nochmal wisst, wo ihr wart. 1, 2, 3, 4, ne, wir gehen. 5 und 6 und 7 und 8. Okay, was ich hier mache, 7 und 8. Versucht, dass ihr 7 und 8, dass ihr euch ausprobiert, um nach oben zu springen. 1, geht runter auf 2. Okay, ihr gebt ab. Ihr habt auch 7 und 8 und 1. Sorry, auf und. 7 und 8 und 1 hoch. 2, 3, 4. Okay, das ist dieser Groove, die geht vor, rück, rück, vor, vor. Ja, das heißt, wir hier 7, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4. Jetzt gehen wir nicht doch noch nach vorne, sondern ich gehe auf yeah, Groove. Ich mache eine Abgabewelle, yeah. Sobald ich dann auf 7 und, 3, 4, es ist 5 und 6, okay? 5 und 6 auf 7, 37. Auf 8 müsstet ihr rangehen, okay? Das heißt, ihr habt da, 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 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sind die Counts, okay? 6, 7, 8. Von hier gehe ich 1. Ich schlage meinen rechten Arm raus und gehe nach rechts. Versuche dabei zu bouncen, ein bisschen die Hüfte einsetzen. Schön Schulter mit der Schulter rausschlagen. 1. 2 und 3. Okay, das ist der Groove. 1, 2 und 3. 4, geht ran. 1, 2 und 3. 4, jetzt ist Freestyle. 5, 6, 7, 8. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich mache persönlich immer diesen TikTok-Move. Okay, Kopf vor, weg, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Wenn euch das einfällt, macht mir das einfach nach. Okay, das heißt hier. 1, 2 und 3. 4 und 5, 6, 7, 8. Verbunden mit dem Übergang von hier 1, 2, 3, 4. Ihr habt 5 und 6 und 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Von hier sind noch zwei Achter. Ja, mache ich einen Slide nach außen. Okay, das ist ein Skate. Ja, nach außen, nach innen. Okay, es sind keine Schritte, sondern versucht zu sliden. Eins und. Dabei geht mein Körper tief, hoch, tief. Wenn ich tief gehe, geht das rechte Bein hoch. Okay, ich gehe. Eins und zwei. Und. Wenn ich links rausgehe, geht meine Hüfte zur Ecke, hinten raus. Drei und vier. Okay, einfach drei und vier. Ob B, B oder sowas liegt. Okay, das heißt, ich habe eins und zwei und drei und vier. Gehe ich wieder ran, links. Bleibt in der Hocke, ja, gehen mit Hüfte rechts, links, 5 und 6, 5 und 6, okay, nochmal 7, 8, 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6, ihr könnt vorne bleiben, okay, ihr könnt hier oben bleiben, 5 und 6, egal, 5 und 6 und, okay, dann geht ihr, macht ihr wie am Anfang, wenn ihr hier runter gehen, aber diesmal bleiben wir oben, machen nur den Kopf, wenn ihr lange Haare habt, schränkt ihr, 7, okay, zack, weg. Ja, nochmal. 7, 8, 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7, 8. Okay, sorry, es ist 7, 7, 8. Doch, 7, 8. Nochmal. Mit diesem Part. Da, 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 da. You got it. Okay, wir haben 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 und 3 und 5, 6, 7, 8, 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7, 8, gehe ich hier ran, 7, 8, nee, sorry, gar nicht wahr rangehen, einfach noch 7, 8, einfach ran umschmeißen, 7, 8,
Und hier, mach Kick, Ball, Change. Noch weiter nach rechts, ja? Kick, okay, und dann springen wir nach rechts. Aber erst kicken und okay, auf. Eins, zwei. Jetzt schmeiß ich meinen Arm auf. Drei. Stell euch vor, ihr geht so einen riesen Schreibtisch und ihr schmeißt alles um, was da ist. Okay? Boom. Ob jetzt über Kreuz oder noch weg, ist egal. Okay, auf. Drei. Vier. Ja, das heißt, ihr habt Kick, Ball, Change. Eins und zwei. Drei. Vier. Und jetzt gehen wir, machen die Nähe. Rechts, links. Fünf. Sechs. Okay? Und dabei macht ihr so ein bisschen Ratchet so. Fünf. Sechs. Okay, so. Oder fünf. Sechs. Und dann dreht ihr euch weg. Ja, geht rechts, links und dann geht ihr so von wegen, ach komm, ja, meine Füße gehen rechts, links, weg mit rechts. Okay, das war's auch schon. Ja, wir verbinden es nochmal langsam von hier, eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und neuer Part, eins und zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, okay. Der komplette zweite Teil ist super langsam, okay? Das heißt, wir sind hier auf nowhere. 5 und 6 und neuer Paar. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 und 3, 4 und 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das Ganze jetzt ein bisschen schneller. 5, 6, ja, das Ganze ein bisschen schneller. Ihr seid hier. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 9. Ja. 1, 2, 3, 4 und 5. 6, 7, 8, 1, 2 und 3 und 5, 6, 7, 8, 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7, 8, 1 und 2 und 3 und 5, 6, 7, 8. Okay. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Wenn nicht, denkt dran, immer zurückspulen, lernen. Wir machen jetzt mit Musik. Let's go. Tell you that it's over. I want you to know that girl, you got it. You got it, yeah, yeah, yeah. You got it, yeah, yeah, yeah. Yeah, you my little baby, I'm gon' make it known. Let that nigga hate, girl, what is he gon' do? Get back your honor. Das waren jetzt beide Parts, jetzt machen wir beide Parts zusammen. Einmal langsam, einmal schneller und dann mit Musik. Let's go von vorne. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7 und 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8, 1, 2 und 3, 4 und 5, 6, 7, 8, 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7, 8, 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jetzt mittelschnell oder schon eigentlich aufs Tempo. Ja, ich versuche ein bisschen zu singen, okay, dass ihr ein bisschen versteht, worauf das Ganze ist. Ich singe halb und zähle halb und dann machen wir es auf Musik. Let's go. Ja. 5, 6, 7 und da, da, ba, 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 und da, 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 und ha, I know that you can shut up, pop, pop, und ha, da, 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 und over. 5 und 6 und 7 und 8 und got it. You got it. Ah, yeah, yeah, yeah. You got it, yeah, yeah, yeah. Ah, 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7. 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jetzt mit Musik. Let's go. Unlock potential that you didn't know you had in you. Fuck that nigga. Hey. Oh, yeah. It's time to mix it up and get your glow, girl. I know that you gon'.
das war es auch schon wieder von mir. Und wie ihr gemerkt habt, könnt ihr so ein bisschen euer eigenes Ding reinbringen. Ja, wenn ich die Arme nicht fotografiert habe, macht so ein bisschen euer eigenes Ding. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir denken dran, wenn ihr was nicht verstanden habt, ganz locker, ganz bequem nach eurem Tempo einfach zurückspulen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.